Willkommen bei Time for You. Wie jedes Jahr hat auch heuer das österreichische Bundesheer seine besten Soldaten und Sportler für ihre hervorragenden Leistungen geehrt. Bei der Prämierung Soldier of the Year und beim Military Sports Award. Wir waren für Sie dabei. Seit 2004 findet die Verleihung Soldier of the Year statt, eine der wichtigsten Auszeichnungen im österreichischen Bundesheer. Heuer wurde sie zum vierten Mal in Folge gemeinsam mit dem Military Sports Award in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums verliehen, und zwar in 5 Kategorien. Soldatische Tugenden, Zivilcourage und Ideenreichtum werden ebenso gewürdigt wie die beeindruckenden Leistungen der Soldatinnen und Soldaten. Die Jury sind Vorgesetzte aller Rangordnungen. Es ist extrem schwierig, unter so einer großen Menge von Menschen die richtige Auswahl zu treffen. Es ist immer nicht einfach, dann bei den Letzten zu sagen, und der ist es dann. Aber ich denke, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Zum Soldier of the Year wurden heuer 2 Personen gekürt, Oberst Paul Schneider und Vizeleutnant Herbert Bachmeier. Beide erbrachten besondere Leistungen während des Abzugs der UN-Soldaten vom Golan. Das ist mir vor allem wichtig für meine Soldaten. Also ich nehme das jetzt nicht als meine Einzelleistung, sondern die Leistung meines Bataillons und meines Kontingents. Das finde ich sehr, sehr ehrenvoll und würdig in so einem Rahmen. Und die ganzen höheren Militärs und Personen sind auch da. Also eine höhere Ehre für den Soldaten gibt es eh keinen. Recruit of the Year wurde Gefreiter Kevin Ando. Er hat im Rahmen seines Grundwehrdienstes im Militärmedizinischen Zentrum Wien-Stammersdorf ein neues Verfahren gegen die Ausbreitung von Legionellen entwickelt. Was ich gerade hörte, ist, dass es in der Kaserne weiterhin durchgeführt wird. Und das erfreut mich sehr. Und es ist mir eine sehr große Ehre, auch beim Rekrut des Jahres zu sein. Zur Unit of the Year gekürt wurde der Truppenübungsplatz Seetaler Alpe. Und die Auszeichnung Civil Servant of the Year ging an Josef Milwisch. Anerkennung gilt natürlich auch den Firmen, die mit dem Bundesheer eng zusammenarbeiten. Heuer bedankte man sich beim Dorotheum mit einem Preis. Das zweite Highlight der Veranstaltung war der Military Sports Award, mit dem das österreichische Bundesheer seine besten Sportler auszeichnet. Mit insgesamt 10 Heeressportzentren trägt das Bundesheer wesentlich zur Ausbildung international erfolgreicher Sportgrößen bei. Heeressportlerin des Jahres wurde Korporal Carmen Thalmann. Sie holte mit dem ÖSV-Team Gold im Mannschaftswettbewerb bei der alpinen Ski-WM. Heeressportler des Jahres wurde der Tiroler Korporal Jakob Schubert, mehrfacher Weltmeister im Klettern. Sein Preis wurde stellvertretend übernommen, weil er selbst schon wieder im Einsatz war. Der Preis für das Team des Jahres ging an die Beachvolleyballerinnen Doris Schweiger-Rogel und Stefanie Schweiger. Unsere Leistung war der Europameisterschaftstitel in Klagenfurt heuer. Und es sind sehr viele Randsportarten da vertreten beim Bundesheer. Und ich finde das sehr wichtig. Und ja, es ist eine große Ehre für uns, weil es ist eine schöne Veranstaltung und umso mehr schätzt man das nachher. Ausgezeichnet wurde auch noch der Newcomer des Jahres, Gefreite Lara Wadlau, und der Trainer of the Year, Vizeleutnant Karl Bavlis. Allesamt engagierte junge Sportler und Soldaten, auf die man natürlich besonders stolz ist und die man zu Recht ehrt und auszeichnet. Es ist wirklich beeindruckend, was unsere Soldaten so alles leisten. Einen guten Überblick davon bekamen wir bei der Leistungsschau des österreichischen Bundesheers am Nationalfeiertag. 500 Soldaten auf 10 Themeninseln und eine Leistungsschau der Rekorde. 1,3 Millionen Besucher informierten sich diesmal über die Aufgaben und Einsätze des österreichischen Bundesheers am Wiener Heldenplatz. Absolutes Highlight war der Bungee-Jumping-Weltrekordsprung des Jagdkommandos von einem Kran. Ja, Anlass für diesen Weltrekord war 50 Jahre Jagdkommando, 50 Jahre Europabrücke. Und der Herr Hirner hat uns die Europabrücke mit 192 Metern, bildlich gesprochen, auf einem großen Kran nach Wien gebracht.
Ja, ich fühle mich in der Hinsicht geehrt, dadurch ich mit diesem Weltrekord mein Verband, das Jagdkommando, quasi repräsentieren darf. Dadurch keine Sicht war, war es eigentlich der Sprung ins Leere. Es war aber lustig, dann zu sehen, wie durch den Nebel die Leute unten auftauchen und beim Retour aufschnepfen durch den Nebel die Leute wieder verschwinden. Ein weiteres Highlight für die Besucher war die neue Themeninsel Airborne Community. Sie bildet die Basis zur Erfüllung von hochspezialisierten luftbeweglichen Einsätzen. Ja, wir haben zum Beispiel hier die OH-58, das ist ein Verbindungshubschrauber und Aufklärungshubschrauber. Wir haben hier ein Gefechtsfahrzeug, wo die Soldaten auch Informationen geben können. Und man kann manche Sachen auch ausprobieren. Das ist ja gerade für die Leute interessant. Zum Ausprobieren gab es wirklich jede Menge, wie zum Beispiel eine Wärmebildkamera zur Luftraumüberwachung. Bei den Kids war natürlich das stolze Probesitzen auf dem Panzer oder im Hubschrauber angesagt. Eine tolle Sache also für Groß und Klein. Also wir sind mit der Schule da und haben jetzt gerade einen Sporttest gemacht und jetzt dürfen wir noch eine halbe Stunde herumgehen und haben gerade einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und ja, mit Wiederbelebung und Mund-zu-Mund-Beatmung. Der Panzer Wahnsinn. Das Bundesheer ist überhaupt so ein freundliche Leute und immer wohl erzogen und sehr höflich und das gefällt mir. Ja. Auch die Soldaten selbst sind begeistert und voll bei der Sache. Die Leistungsschau ist eine wunderbare Geschichte, weil wir uns aus Osttirol kommen präsentieren können. Wir können den Leuten hier zeigen, was wir für eine Gebirgskompetenz haben. Das Faszinierende ist, dass man junge Menschen für den Dienst in einem Hochgebirgsjägerbataillon, den Dienst in den Bergen, begeistern kann. In meiner Funktion üben zu können, heißt mit den Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons und der Wiener Miliz zusammenarbeiten zu können. Das heißt, das hat einen ganz starken kameradschaftlichen Aspekt auch und natürlich einen Beitrag zu leisten zur Verankerung in der Gesellschaft. Der Sinn und Zweck dieser Leistung schon ist ganz einfach, das österreichische Bundesheer der Bevölkerung näher zu bringen, damit alle Steuerzahler wissen, was mit ihrem Geld passiert, zum Schutz ihrer persönlichen Sicherheit. Ein Schutz, den nur das österreichische Bundesheer in großem Umfang gewährleisten kann, durch professionelle Ausbildung, Teamgeist und stete Einsatzbereitschaft. Und wieder ist ein Jahr um. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams auch für das nächste Jahr natürlich nur das Beste. Schöne Feiertage und alles Gute für 2014. Tschüss, bis dann.